Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Orga TV. Wer es bisher noch nicht gewusst hat, Weihnachten steht vor der Tür, wie man auch an unserem schön dekorierten Studio erkennen kann, mit Tannenbaum, Adventskalender, Adventskranz etc. Ich muss leider gestehen, ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, irgendwie großartig nach Saarbrücken auf den Christkindlmarkt zu gehen und einen Glühwein zu trinken. Ich werde das aber am Wochenende mit Sicherheit nachholen. Aber bevor ich euch jetzt mit meinen Wochenendplänen langweile, sage ich euch lieber, was wir für euch heute in der Sendung vorbereitet haben. Wir waren für euch beim SAP University Day in St. Ingbert. Wir beschäftigen uns mit dem Gründercampus Saar, der an der Universität des Saarlandes sitzt. Und wir haben noch einen spannenden Beitrag für euch, der sich mit dem Thema G8, G9 beschäftigt. Ein Thema, an dem auch unser Professor Dr. Scholz beteiligt ist. Starten möchten wir unsere Sendung aber mit dem Gründercampus. Und nun ist es ja heutzutage so, viele junge Leute wollen ja keinen 0815-Job mehr machen. Man will viel lieber sich in seinem Job verwirklichen können, irgendwie auch was verändern wollen, nicht unbedingt strikte Arbeitszeiten haben. Und deswegen denken die meisten, ja, warum sich eigentlich nicht selbstständig machen? Da werden wahrscheinlich mehr die Vorteile als die Nachteile gesehen. Nichtsdestotrotz hat die Zahl der Firmenneugründungen in den letzten Jahren extrem zugenommen. Und wenn jetzt auch ihr denkt, ja, eigentlich habe ich ja auch super Ideen für irgendwelche Produkte zu entwerfen oder für ein cooles Startup zu gründen, dann ist der nächste Beitrag mit Sicherheit für euch sehr interessant. Also schaut ihn euch einfach mal an. Orga TV hat für euch den Gründercampus Saar besucht. Im Starterzentrum haben Studierende und Absolventen die Möglichkeit, ihre Ideen zu verwirklichen. Wir haben den Jungunternehmer Heiner Woll zu einem Beratungsgespräch am Gründercampus begleitet. Ja, schön, dass du gekommen bist. Du hast ja schon ein bisschen was von deiner Idee erzählt, aber am besten hört man das ja immer nochmal live. Darum vielleicht mal nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem, was du eigentlich vorhast. Also meine Idee ist eigentlich ganz simpel. Ich wollte eine Deckenlampe bauen, die ich einfach einen Lautsprecher mit einbaue. Ja. Der Gedanke kommt daher, dass es immer mehr üblich ist, dass Leute sich irgendwie Lautsprecher in die Decke einbauen, irgendwie in eine abgehangene Decke einbauen. Und deshalb ist jetzt der Gedanke, das einfach in eine vorhandene Deckenlampe einzubauen, mit Bluetooth, mit Radio, mit solchen Features, eben als simple Lösung für ein Problem, das sonst immer nur mit viel Installationsaufwand bewältigt wird. Okay. Und wie setzt du dich dann von den Produkten, die gerade am Markt sind, ab? Der Unterschied ist, dass mein Produkt eben die gesamte Deckenlampe ist, eben auch ein gesamter Klangkörper. Und dadurch ist der ganze Klang auch wesentlich besser. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, über dein Pricing und wie deine Zielgruppe genau aussehen würde, wenn du das dann an den Markt bringst? Mein Pricing, also mein Ziel ist, dass das Ding für ungefähr 150 Euro zu haben sein sollte. Andere Sachen, die dich noch interessieren könnten, was wir hier so haben, da du eine spannende Geschäftsidee hast, wir haben hier so einen Wettbewerb, Geschäftsideenwettbewerb, sollte man immer die Möglichkeit nutzen, seine Ideen mal vor anderen prüfen zu lassen. Das ist jetzt von uns, wo wir so bis zu 1500 Euro für die Idee als Einzelprämierung machen und dann haben wir nochmal 20.000 Euro zur Verfügung, um dich da zu unterstützen, beispielsweise jemanden eine Homepage erstellen lassen und solche Dinge. Heiner Woll konnte mit Hilfe des Gründercampus erste wichtige Schritte zur Realisierung seiner Produktidee machen. Der Gründercampus hat mich insofern unterstützt, dass er mich eben ganz toll beraten hat. Mit Rechtsberatung, mit Steuerberatung, mittlerweile auch mit Coaching. Und ich hatte auch die Möglichkeit, meine Idee schon mal zu pitchen vor wirklichen Investoren, die mir dann eben auch ein Feedback gegeben haben. Durch das Starterzentrum habe ich schon Erfolge erzielen können. Und zwar habe ich für mein Produkt baue ich eben eine Platine. Ich selbst habe keine Ahnung von Platinenentwicklung. Und über das Starterzentrum habe ich eben einen Partner gefunden, der zusammen mit mir diese Platine entwickelt. Habt auch ihr Gründungsideen, aber euch fehlen die finanziellen Mittel? Der Gründercampus Saar bietet euch zahlreiche Möglichkeiten. Ja, und hier sind wir wieder zurück im Studio und wie ihr jetzt natürlich schon bemerkt habt, habe ich auch einen Studiogast und zwar den Tobias Quebe, Gründungsberater am
Gründercampus Saar. Ja, vielleicht kannst du uns mal generell nochmal Infos geben, ja, um was kümmert sich der Gründercampus überhaupt? Was sind so die Schwerpunkte, die die einzelnen Mitarbeiter da begleiten? Ja, sehr gerne. Also der Gründercampus, du hattest das ja einleitend schon ganz gut eigentlich getroffen, ist eine Institution, die quasi entworfen, entwickelt wurde, so ein Strategiekonzept, sagt man auch, um an der Universität des Saarlandes oder vielleicht auch an den angrenzenden Bereichen der Universität so die Gründungskultur ein bisschen zu stärken. Zu schauen, dass wir es eben schaffen, dass mehr Studierende dazu sich entscheiden, ein Unternehmen zu gründen und dass es überhaupt ins Bewusstsein der Studierenden gelangt. Gar nicht so sehr, dass es darum geht, dass alle dann letztendlich eine Firma gründen sollen, sondern unser Ziel ist tatsächlich, dass jeder, der hier unterwegs ist, sich zumindest mal aktiv Gedanken gemacht darüber haben sollte, ob das eine Option für ihn ist und eben nicht den naheliegenden Weg zu gehen. Ich habe noch nie davon gehört, was gibt es eigentlich für Optionen, also wähle ich die Festanstellung. Denn das ist ja möglicherweise auch nicht unbedingt die sichere Alternative, wie man sich die unbedingt vorstellt. Das ist so unsere Mission, mit der wir seit anderthalb Jahren ungefähr unterwegs sind. Im April werden wir dann unseren zweiten Geburtstag feiern und wir sind optimistisch, dass wir unser Ziel auf jeden Fall erreichen können. Jetzt gibt es ja auch viele Studenten oder junge Absolventen, die vielleicht eine gute Idee haben oder schon irgendwo so den Anfangsmut vielleicht sich selbstständig zu machen, aber dann doch im Endeffekt sich nicht trauen oder denken, ja, das wird dann doch sowieso nichts. Was würdest du so jemandem entgegnen? Er soll sich auf jeden Fall mal eine erste Meinung einholen. Naja, also man kann natürlich nicht entgegnen, dass das auf jeden Fall was wird und dass er das deswegen tun sollte. Was wir anbieten, ist natürlich jederzeit zur Verfügung zu stehen für eine Beratung, die auch kostenfrei ist. Also zum einen mal schauen, ist das überhaupt eine Idee, die möglicherweise tragfähig sein könnte? Und wenn sie das nicht ist, dass vielleicht wir auch auf Gefahren hinweisen können, dass wir vielleicht auf Märkte hinweisen können, die so nicht existieren oder vielleicht, dass wir auch Chancen aufzeigen und dass wir an diesen Punkten, die wir identifizieren, gut oder schlecht, dann zusammenarbeiten können. Also unser Ansatz ist nicht, jeden davon zu überzeugen, dass das, was er da macht, gut ist, sondern möglicherweise die Spreu vom Weizen auch so ein bisschen zu trennen und mit denen, wo noch Entwicklungsbedarf ist, weiterzuarbeiten und die vielleicht schon ein bisschen abgehoben sind, die vielleicht auch noch ein bisschen einzunorden. Ja, ist das jetzt wirklich nur so für den Beginn, dass man mal ein Feedback bekommt zur eigenen Idee? Oder wie geht das Ganze weiter? Können da auch schon erste Geschäftskontakte möglicherweise geknüpft werden? Oder habt ihr auch, ich sag's mal grob, so eine Liste an Partnern, die ihr da empfehlen könnt? Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir keinen Punkt haben, wo wir dann den Cut machen und sagen, ab jetzt gibt's keinen Support mehr. Sondern wir versuchen schon, bedarfsgerecht zu agieren. Das heißt, bei uns kann jemand vorbeikommen, der noch nicht mal eine Idee hat. Wir versuchen, mit dem eine Idee zu entwickeln. Es kann aber auch sein, dass er eigentlich vermeintlich schon fertig ist und eigentlich nur noch die Kontakte braucht. Und da haben wir natürlich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, ob das jetzt zum Beispiel Steuerberater sind, die wir vermitteln, ob das Kontakte zu Anwälten sind, ob das Kontakte zu ersten Firmen sind, die möglicherweise interessante Abnehmer sein könnten. Da haben wir einerseits ein Netzwerk an Institutionen, zu dem wir dann Zugang gewähren. Aber es gibt natürlich auch viele Firmen, die bei uns mal gegründet wurden, die etwas größer geworden sind und zu denen wir dann auch einen direkten Draht aufbauen können, wo dann vielleicht erste Kundenbeziehungen auch entstehen können. Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen? Gibt es da schon irgendwie eine mittlerweile etablierte Firma oder bekannte Firma, die jedem irgendwie ein Begriff sein sollte, dürfte? Also etabliert auf jeden Fall. Das sind, glaube ich, seit 1995, wo es das Starterzentrum seit 1995 gibt es das, sind fast 300 Unternehmen, die da entstanden sind vor Ort. Die meisten sind relativ klein, wenn man das jetzt mit diesen ganz großen, bekannten Marken im Fernsehen zum Beispiel in der Werbung vergleicht. Aber gibt es ein paar namhafte, zum Beispiel die IMC, die hier auf dem Campus auch sitzt, die sich im Bereich E-Learning hervorgetan hat, ist ein Beispiel. Viel ist im Bereich IT, das sind dann nicht die Marktführer, die weltweit aktiv sind, aber die sind tatsächlich dann international aktiv und dann vielleicht eher in den Spezialgebieten im Begriff. Die Sirix AG zum Beispiel und was vielleicht dem einen oder anderen eher geläufig ist, sind solche Startups wie die Firma Okinlab, die zum Beispiel im Unishop dieses interessant geformte Regal entwickelt hat, die zwar relativ klein sind noch verhältnismäßig, aber die zum Beispiel jetzt einen ersten Bericht im Fernsehen bei ProSieben hatten zum Beispiel über das, was sie tun. Also da gibt es schon ein paar interessante Projekte. Dass da viele relativ klein bleiben, ist gar nicht unnormal. Also das ist generell in Deutschland so. Das heißt, Firmen, die aus der Universität herausgehen, die bleiben oftmals klein und gar nicht unbedingt ungewollt. Okay. Es ist ja auch so, ihr bietet auch noch Büroräume an, direkt an der Uni. Kannst du dazu irgendwas sagen? Wie sind da die Kosten? Ist das irgendwie als Mietzeitraum begrenzt? Wer kann sich dafür antragen?
Es kann prinzipiell erstmal jeder sich dafür melden, sich dafür interessieren. Die Plätze sind rar, also man muss schon irgendwie dann auch im Wettbewerb mit den anderen vielleicht zeigen können, dass man das wirklich braucht, dieses Büro, dass man ein gutes Projekt hat. Prinzipiell profitiert man dann aber von sehr günstigen Konditionen. Sowohl was die Miete an sich angeht, aber natürlich auch eine gute Anbindung. Die Infrastruktur ist super, man hat hier dieses super schnelle Internet auf dem Campus. Man arbeitet auf engem Raum mit anderen zusammen, die vielleicht ähnliche Probleme haben, wie man selber hat. Und letztendlich, was man vielleicht erst im Laufe der Zeit schätzen lernt, es gibt bei uns auch so einen Service, dass man so ein kleines Sekretariat sozusagen mitbenutzen kann, dass dann Anrufe angenommen werden im Namen der Firma und dass auch, wenn der Firmengründer mal nicht da ist, dass dann auch nicht heißt, okay, es geht gerade keiner ans Telefon, sondern dass da sich jemand meldet und sagen kann, okay, ich nehme die Adressen auf und wir leiten das dann weiter an die entsprechenden Leute. Das ist also ein Rundumpaket, was man bei uns bekommt, was so auf jeden Fall eine Ausnahme ist. Also gibt es ansonsten in Deutschland nicht so häufig, dass man solche gute Infrastruktur auf einem Campus vorfindet. Das ist ja eigentlich schon die Vorteile angesprochen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ist es auch vielleicht ein Wettbewerbsvorteil, wenn man, sag mal, mit einem Startup oder mit seiner Firma direkt an einem Schnittpunkt zu Lehre und Forschung sitzt? Es kommt natürlich darauf an, was man da jetzt letztendlich verfolgt. Es gibt welche, bei denen ist das nicht unbedingt ein strategischer Vorteil, diese Nähe zu haben, sondern es ist vielleicht eher praktisch, wenn man noch zum Beispiel studiert, dass man nicht lange Wege hat. Aber es gibt tatsächlich auch Firmen, die diesen engen Kontakt suchen, sei das für Lieferbeziehungen, wenn bestimmte Produkte gebraucht werden, die die Uni beschaffen kann, oder möglicherweise auch Projekte mit Studenten zu validieren, die dann direkt auf dem Campus sitzen, dass man Umfragen machen kann. Vielleicht profitiert man auch durch die Nähe zum Uni-Shop, in dem man mittlerweile seine Produkte verkaufen kann, wenn man interessante Produkte hat. Also die Möglichkeiten, die sich da ergeben, liegen vielleicht nicht im ersten Moment auf der Hand, aber oftmals ergibt es sich dann im Laufe dieser Firmenentwicklung, dass an bestimmten Stellen es tatsächlich dann ein konkreter Vorteil ist, hier direkt auf dem Campus zu sitzen. Warum bist du denn überhaupt beim Gründercampus? Was hat dich denn hierher ins Saarland verschlagen? Du bist ja, glaube ich, aus Hannover, wenn ich es richtig angenommen habe. Also ursprünglich in Hannover studiert und dann vor etwas über einem Jahr ins Saarland gezogen. Ich habe in Hannover eine Firma gegründet, während ich Student war und habe das mehr oder weniger auf eigene Faust gemacht. Da gab es zumindest für mich ersichtlich keine Gründungsförderung und die gab es dann auch, als ich sie dann entdeckt habe, nicht in diesem Maße, wie das hier der Fall ist. Ich habe das immer vermisst auf jeden Fall und ich hätte mir gewünscht, dass es das gegeben hätte. Und als ich dann gehört habe, dass es im Saarland tatsächlich dann diese herausragende Position einer Gründerhochschule gibt, wo auch noch dann Stellen zu besetzen waren im Bereich Gründungsberatung, also das, was ich irgendwie vermisst habe und gleichzeitig irgendwie, was ich mir zugetraut habe, habe ich dann gedacht, ich komme ins Saarland und versuche die Studierenden hier halt zu fördern. Jetzt hast du natürlich Glück, dass ich hier in der Fernsehsendung bist. Jetzt kannst du, wenn du willst, ein bisschen Werbung für dein Startup machen, beziehungsweise uns mal erzählen, was das überhaupt ist. Also mein Startup beschäftigt sich tatsächlich seit gut 2,5 Jahren mit dem Thema Biogewürze. Wir produzieren individuelle Gewürzmischungen für Firmenkunden, aber auch für Privatkunden. Und die kann sich tatsächlich dann jeder in der Menge, wie er sie gerne haben möchte, nach Hause bestellen. Jetzt zu Weihnachten zum Beispiel. Entweder geht das über spicyu.de, die Internetseite, oder ganz aktuell stehen wir auch zumindest noch für diesen Monat im Unishop mit unseren Produkten. Das ist das, was ich gerade angedeutet habe, wo dann die Firmen, die auf dem Campus sitzen, auch ihre Produkte in den Unishop bringen können, wenn sie dann gut sind. Ja. Warum dann SpiceU Unishop, Hannover, Saarbrücken? Tatsächlich habe ich dann auch im Starterzentrum auf dem Campus jetzt auch ein Büro bezogen, sodass ich tatsächlich dann auch mit meinem Unternehmen eine Starterfirma geworden bin. Jetzt sehen ja viele, die so eine Idee haben, ja, ich mache mich selbstständig, nur die Vorteile. Ja, gechillte Arbeitszeiten, ich bin mein eigener Boss. Jetzt kannst du ja wahrscheinlich aus erster Hand erzählen, wo vielleicht auch die Nachteile liegen. Nachteile habe ich bisher keine identifizieren können, aber... Was ich auf jeden Fall sagen kann, was ich selber unterschätzt habe und was wahrscheinlich auch die allermeisten unterschätzen, ist, wie aufwendig es ist, tatsächlich ein Produkt an den Markt zu bringen, das beim Kunden sozusagen nach Hause zu bringen. Das Produkt hinzustellen ist nicht so schwierig, aber das Thema Vertrieb, das unterschätzen so gut wie alle und es ist viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Und wenn man mehr verdienen möchte, wenn man mehr Erfolg haben möchte, dann muss man tatsächlich auch viel mehr Zeit investieren. Und dieses Sprichwort, was es immer gibt, wenn man selbstständig ist, muss man ständig selbst arbeiten. Das habe ich immer so ein bisschen abgetan, als das kann ja so schwer nicht sein. Man muss einfach ein gutes Produkt haben. Es geht halt nicht ohne viel Arbeitseinsatz. Und das ist in der Regel mehr, als man bei so einem normalen Job zum Beispiel in der Behörde verrichten würde. Also es ist eben nicht so, dass man um 8 kommt und um 17 Uhr wieder geht, sondern prinzipiell können die Tage, oder es wird meistens so sein, dass die Tage halt richtig lang werden und man vielleicht auch am Wochenende arbeiten muss. Dafür kann man sich aber auch selber verwirklichen, was aus meiner Sicht auf jeden Fall den Einsatz absolut rechtfertigt. Ja, dann kommen wir auch schon zu einer abschließenden Frage. Wenn du es so
an junge Gründer, junge Absolventen, die vorhaben, ja, vielleicht sollte ich doch mal in die Richtung Startup gehen, wenn denen einen Tipp mitgeben dürftest, keine Ahnung, Durchhaltevermögen etc., was würdest du denen mit auf den Weg geben? Den Tipp Durchhaltevermögen, den würde ich mit Sicherheit geben, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Den Tipp, den ich konkret geben würde, ist, sich so früh wie möglich an solche Förderinstitutionen, wie wir eine sind, anzudocken, auch wenn gar nicht so richtig klar ist, was machen die eigentlich und wo helfen die mir, aber umso intensiver der Kontakt ist, umso öfter wird es sein, dass Vorteile daraus entstehen, dass man Kontakte knüpfen kann, dass man vielleicht Hilfestellungen bekommt, dass man möglicherweise mit anderen Firmen, die ähnliche Probleme haben, sich austauschen kann. Also das ist etwas, was oftmals unterschätzt wird, was relativ wenig dann auch wahrgenommen wird, was ich aber jedem nur empfehlen kann, egal wo das ist, ob das jetzt im Saarland ist oder auch darüber hinaus, sich möglichst auszutauschen und an solche Partner anzuschließen. Ja. Dann vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, trotz deiner, ich sag mal, zwei Jobs hier bei uns ins Studio zu kommen. Und vielen Dank, dass du uns auch den Gründercampus mal ein bisschen näher vorgestellt hast. Unser nächstes Thema behandelt G8, G9, wie eben schon angesprochen. Dazu gab es die Volksinitiative, die jetzt neu gegründet worden ist, die dafür plädiert, ja, wir führen wieder ein weiteres Jahr auf dem Gymnasium ein und ermöglichen es, den Schülern ihr Abitur nach 9 Jahren zu machen. Wir waren diesbezüglich auf der ersten öffentlichen Pressekonferenz und welche Eindrücke wir dort gewonnen haben, beziehungsweise was diese Volksinitiative will und fordert und inwieweit auch die Politik da involviert ist, das seht ihr in unserem nächsten Beitrag. Seit 13 Jahren gibt es im Saarland G8. Heute die Ernüchterung. Viele Schüler sind damit sehr unglücklich und ihre Eltern machen Druck. Ende November war der Startschuss für eine Volksinitiative, wozu die Sprecherin der Elterninitiative Folgendes sagt. Wir sind eine Elterninitiative, die sich gegründet hat aus verschiedenen Eltern aus verschiedenen Schulen, die sich G9 jetzt Saarland nennt. Unser Ziel ist es, 5000 Stimmen innerhalb von einem halben Jahr zu sammeln, und zwar für eine Volksinitiative, die das Thema G8, G9 nochmal in den Landtag bringen möchte zu einer politischen Debatte. Voraussetzung ist, dass man mindestens 16 Jahre alt ist und dass man hier im Saarland gemeldet ist. Sind Sie da von der Politik, wenn Sie es schon gerade ansprechen, etwas enttäuscht, dass sich die großen Parteien wie SPD und CDU noch etwas zurückhalten, wenn es um dieses Thema geht? Also zurückhalten ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, sie ignorieren uns, und zwar ganz bewusst, weil sie das Thema nicht debattieren wollen momentan. Weil sie glauben oder nach außen verkünden, dass G8 wäre ein Erfolgsmodell, was es absolut nicht ist. Also die Kosten werden immer als Argument genommen, dass man im Saarland hier überhaupt nichts bewegen kann. Zu sagen, das 13. Schuljahr würde jetzt so viel und immens mehr Geld kosten, das halte ich für absolut irrsinnig. Es gibt eine Studie des Philologenverbandes Niedersachsen, die haben das einmal durchgerechnet und sind zu einem völlig anderen, mit einem kostenneutralen Ergebnis gekommen. Und volkswirtschaftlich betrachtet glaube ich auch nicht, dass sich das G8 dermaßen kostensenkend bewährt hat. Die Zahlen der Absolventen von den Gymnasien sprechen ja so ein bisschen auch eine andere Sprache. Also es machen genauso viele oder genauso viele nach 8 Jahren das Abitur wie nach 9 Jahren. Was können Sie da entgegnen? Dem entgegne ich, dass leider auch festzustellen ist, dass an den Noten doch mittlerweile auch stark geschraubt wird. Es ist natürlich so, dass jede Schule ein Erfolgsmodell sein möchte, und da müssen wir uns auch überlegen und auch eigentlich darauf drängen, dass das Abitur nochmal eine andere Bildungsqualität erreicht. Es setzt sich durch bis in die Hochschulen. Es müssen teilweise Einführungskurse gegeben werden, weil die Leute einfach zum Beispiel auch in Mathematik nicht auf dem Stand sind, dass sie damit problemlos ein Ingenieurstudium beginnen können. Jetzt ist das Thema ja noch so in den Startlöchern mehr oder weniger, und die meisten saarländischen Institutionen halten sich da ja noch sehr bedeckt. Was könnte dafür ein Grund sein? Wenn man die privat spricht, und mit denen haben wir auch telefoniert, dann ist immer die eindeutige Meinung und Aussage, ja, das G8 ist eigentlich nicht gut, das läuft auch nicht gut. Ne? Aber nach außen hin hält man sich da sehr bedeckt. Also man möchte da anscheinend aus irgendwelchen parteipolitischen Gründen da nicht anfangen, Missgunst oder Missfallen zu ernten. Und das halte ich für absolut falsch. Wir müssen da auf die Bevölkerung schauen, auf die Eltern schauen, denn die haben die alltäglichen Probleme mit dem genommen, eigentlich auch die Wirtschaft. Also es kann nicht sein, dass alle vor diesem Thema die Augen verschließen. Bereits am ersten Tag konnte die Elterninitiative viele Bürger des Saarlandes davon überzeugen, an der Volksinitiative teilzunehmen und zu unterschreiben.
Auf die Frage, ob man sich G9 zurückwünscht, antwortet ein ehemaliger G8-Schüler. In jedem Falle, weil ich es ganz wichtig finde, dass die Kinder, die Unterstufenschüler, die Mittelstufenschüler insbesondere, die Möglichkeit haben, sich menschlich zu entwickeln und eben nicht einfach nur schon von der 5. Klasse, vom 10. Lebensjahr an in einen Leistungsdruck gezwängt werden, der einfach der kindlichen Entwicklung nicht gerecht wird. Am gleichen Tag fand eine Pressekonferenz statt. Verschiedene Referenten bezogen Stellung zum Thema G8, G9. Vor ca. 15 Jahren entstand ein Zeitgeist, der Bildung im Schnellsystem vorsah. Aus dieser Überlegung ist G8 und die Umstellung auf den Bachelor-Master entstanden. Die daraus resultierenden Probleme sind folgende. Das Problem an G8, wenn man es mal durchgeht, ist auf der einen Seite natürlich die Unternehmen, die sagen, das ist nicht, was wir wollten. Schlicht und ergreifend. Das zweite ist, weil die zu jung sind, zu unerfahren und viele andere Dinge. Und gerade wenn man jetzt wirklich auf diese Generation Z übergeht, da haben die jetzt vieles, wo sie sagen, ja, also das sind Personen, die teilweise auch wenig Selbstverantwortung und Selbststrukturierungsfähigkeit haben. In der alten Welt, in Anführungszeichen, war es aber so, dass man so nach der 5. Stunde, wenn es ganz schlimm war, nach der 6. Stunde, war Schluss. Und dann hatte man das absolute Luxusproblem, sich zu überlegen, was mache ich mit meinem Nachmittag? Man musste sich den Kopf zerbrechen, wie gestalte ich meine Zeit? Und das ist etwas, was jetzt teilweise wegfällt. Es ist sehr, sehr viel vorstrukturiert. Es ist sehr, sehr viel in Regeln gegossen. Mit dem Ergebnis, dass diese freie Entfaltung teilweise wirklich wegfällt. Es bedeutet, dass Unternehmen zum Beispiel feststellen, dass die Jüngeren teilweise keine Verantwortung übernehmen wollen. Weder für sich noch für andere. Das heißt, dieses ganze Z-Problem ist ein Riesenproblem. Dann, es wurde eben schon angesprochen, auch die Leistung, die man im Abitur feststellt, ist auch nicht mehr das, was man sich vorgestellt hat. Und jetzt kommt eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite wird der Leistungsdruck beklagt, der in dieser G8-Struktur drinnen ist, der teilweise durch die Verdichtung entstanden ist, mit allem, was dazugehört. Es ist aber auch so, dass nicht unbedingt Leistungsdruck zur Hochleistung führt. Die Elterninitiative kämpft für das, was andere Bundesländer schon geschafft haben, die Rückkehr zu G9. Für den Startschuss war auch Unterstützung aus Hessen da. Es hat geklappt. Der Wechsel voran zu G9 und auch die Parallelbeschulung G8, G9, die man auch aus organisatorischen und Bestandsschutzgründen braucht, funktioniert. Das ist also, wenn irgendjemand behaupten sollte, das geht nicht, verweisen Sie den nach Hessen und sagen, guckt es euch an, das funktioniert, da brauchen wir überhaupt gar nicht weiter zu diskutieren. Und ja, es ist ein kleiner Extraaufwand, aber das sollten die Kinder, die Schüler doch wert sein, dass man sagt, man macht einen kleinen organisatorischen Aufwand, um die Zukunft besser zu gestalten. Ja, und da sind wir wieder zurück im Studio. Ein sehr interessanter Bericht und sehr interessante Einblicke in die ganze Thematik G8, G9. Und da hat von euch mit Sicherheit jeder auch seine eigene Meinung dazu, was er vielleicht für sich selbst bevorzugen würde, beziehungsweise auch seinen zukünftigen Kindern empfehlen würde. Es betrifft ja nicht nur Eltern und ihre Kinder, sondern auch die Unternehmen, die nachher auf die Absolventen angewiesen sind und die vielleicht auch nicht mit der schulischen Bildung beziehungsweise nachher mit der universitären Bildung so einverstanden sind. Unser nächster Beitrag geht, wie eben schon angesprochen, um SAP, ein international tätiges Unternehmen, das mit Sicherheit jeder von euch kennt. Wir hatten die große Chance, am University Day von SAP in St. Ingbert teilzunehmen und uns dort mal das Firmengelände etc. anzuschauen. Das Ganze wird von Studenten, von Werkstudenten organisiert. Und wie das Ganze abgelaufen ist, welche Eindrücke wir da gesammelt haben, das seht ihr im nächsten Beitrag. Am 5. Dezember hat der University Info Day von SAP in St. Ingbert stattgefunden. Vom Bahnhof aus kann man zu Fuß den hintendran gelegenen Standort von SAP erreichen. Dieser Tag hat vielen Studenten die Möglichkeit geboten, Unternehmenskultur, Arbeitsalltag, Mitarbeiter und Partner von SAP kennenzulernen. Um eine konkrete Vorstellung von dem Zweck der Veranstaltung zu bekommen,
sagt eine Mitarbeiterin. Wir haben heute hier den University Info Day veranstaltet, wozu wir verschiedenste Einrichtungen eingeladen haben, sich hier über die SAP zu informieren, uns vorgestellt haben und vor allen Dingen natürlich zu begeistern. Zu begeistern auch für die werkstudentischen Tätigkeiten, die wir zu vergeben haben. Custom Development sucht aktuell Studenten mit den Fachrichtungen Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, etwas in diese Richtung, die sich für das Thema Mobile begeistern können oder mit dem Thema Datenbanken sich vertieft beschäftigen müssen. SAP hat ja ein Produkt, SAP HANA, und genau damit arbeiten wir und dafür suchen wir Werkstudenten, um unsere Projektarbeit aktuell zu unterstützen. Darüber hinaus gibt es noch eine studentische Gemeinschaft bei uns am Standort. Wir haben 17 Studenten, die für uns tätig sind, in die sich eingefunden werden kann. Und es gibt viele gemeinsame Aktivitäten, die weit darüber hinausgehen. Das Angebot der Veranstaltung hat verschiedene Vorträge umfasst. Themen wie Consulting, Custom Development, Design Thinking, Gamification und User Experience at SAP sind hierbei vorgestellt worden. Auch die Besucher haben aus diesem Tag Positives gezogen. Wir sind heute auf dem Universitätstag von SAP, um uns das Ganze mal anzuschauen und eventuell nachher auch mal mit einem Abteilungsleiter von SAP zu sprechen bezüglich eines Praktikums oder einer Werkstudentenstelle. Der Tag war insofern hilfreich, dass man heute schon Erfahrungen von anderen Studenten erzählt bekommen hat und sich somit ein gutes Bild über die Firma machen konnte. Auch neue Technologien, wie beispielsweise die Google Glasses oder ein 3D-Drucker, sind Gegenstand des Infotags gewesen. Gedruckte Exemplare waren beispielsweise der WM-Pokal, das SAP-Logo oder eine Schraube. Lara Schönleber, Projektmanagerin im Custom Development, hat den Besuchern einen Einblick in ihre ersten 100 Tage einer Festeinstellung bei SAP gegeben und ihre Erfahrungen mitgeteilt. Man merkt sofort nach einigen Stunden, nach einigen Tagen, dass man einfach weiß, wie man sich ausdrücken soll vor dem Kunden, dass man ihm nicht zufälligerweise irgendwas zusagt, was nicht im Vertrag steht, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, wenn der Kunde dann trotzdem eine Antwort im selben Meeting haben möchte. Aber es kommen natürlich auch Momente des Zweifels, wenn Sachen nicht so laufen, wie man sie erwartet. Man will ja vor allem als Berufsanfänger alles richtig machen, keine Fehler. Und man merkt sofort, man muss aus sich herausgehen, man muss eigene Initiative ergreifen, man muss sich auch trauen, die Sachen so anzupacken, wie man sie für richtig hält. Organisatoren des Infotages haben von ihren Anfängen bei SAP erzählt. Ich bin hier seit einem halben Jahr als Werkstudent bei der SAP, studiere in Saarbrücken an der Uni BWL und habe im Rahmen meiner Werkstudententätigkeit den Infotag hier organisiert, zu dem jetzt 150 Studenten eingeladen waren heute und sich rund um SAP informieren konnten. Also ich habe im letzten Semester eine Veranstaltung an der Uni besucht, die ein Mitarbeiter von SAP gehalten hat. Das war zum Thema Design Thinking, wo heute auch ein Vortrag hier gehalten wurde. Die Veranstaltung war super interessant und es kam eigentlich insgesamt sehr viel Positives über SAP rüber, sodass ich mich dann informiert habe, was es für Möglichkeiten gibt, auch als Student bei SAP tätig zu sein. Es gab verschiedene Ausschreibungen für Werkstudentenstellen, worauf ich mich beworben habe, und es hat auch direkt geklappt dann. Ja, seitdem bin ich bei SAP und habe unheimlich viel Spaß hier. Und wie ihr ja in dem Beitrag gesehen habt, suchen Sie noch Werkstudenten, also wenn ihr daran Interesse habt, bewerbt euch einfach. Vielleicht habt ihr ja Glück und ihr könnt euch demnächst SAP-Mitarbeiter nennen. Dann noch ein Anliegen quasi in eigener Sache, wobei es euch als Studenten in besonderem Maße interessieren sollte. In der nächsten Woche findet vom 15. bis 19. Dezember eine Aktionswoche statt, Uni 2020. Die sich dafür ausspricht, auch eine universitäre Grundausbildung im Saarland weiter zu ermöglichen und die gegen die Sparmaßpläne des Landes protestiert. Also nehmt daran teil, engagiert euch, es ist auch in eurem Sinne. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Adventszeit. Wir sehen uns nächste Woche schon wieder am 17.10. mit einer Weihnachtsausgabe.